Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Isi und ich möchte euch heute ein bisschen was darüber erzählen, was ich so bei meinen Bienen im Februar mache. Ja, die Bienen sind jetzt alle im Brut, die Völker, und daher steigt der Futterverbrauch. Und das muss ich jetzt als Imker im Auge behalten. Also das ist so die Hauptaufgabe, sage ich mal. Und zwar erstens, ist genug Futter in der Beute drin? Also sind die Beuten schwer genug? Das kann ich durch Wiegen herausfinden oder mal anheben. Und zweitens, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, kommen die Bienen ans Futter ran? Also es bringt nichts, wenn dann die Bienen sitzen und dann Leerwaben kommen und dann das Futter. Das bringt den Bienen gar nichts. Da muss man das Futter dann ranrücken, damit die immer Kontakt am Futter haben. Ja, das ist so der wichtigste Punkt. Ja, die Bienen haben heute Vormittag ihren Reinigungsflug gemacht. Ich war leider nicht da. Ich habe es leider verpasst. Ich bin da eigentlich gerne immer da und beobachte die Sache. Weil wenn der Völker zum Beispiel schön ihre Toten rausräumen und schön fliegen und schon vielleicht mit den ersten Pollen zurückkommen, das ist immer ein sehr schönes Zeichen. Da weiß ich, das Volk ist in Ordnung und das ist immer schön zu sehen, aber leider habe ich es diesmal verpasst. Aber wir können ja mal ein bisschen vor dem Flugloch gucken, ob wir ein bisschen was sehen. Ja, da schauen wir einfach mal, ob wir ein bisschen was herausfinden. Hier liegen ein paar Tote im Gras. Aber ansonsten ist hier nichts weiter zu sehen. Ja, hier. Hier sieht man, die haben Bienen rausgetragen. Aber nicht allzu weit. Weit habt ihr sie nicht getragen. Einfach über die Klippe gestoßen sozusagen. Ja, das schauen wir mal noch bei den anderen Völkern. Zum Beispiel bei unserer 1,5er können wir ja mal schauen, wie es da aussieht. Ja, hier liegen nur wenige, die sie rausgetragen haben. Aber die hatten, glaube ich, auch kaum welche auf dem Boden. Ja, hier sieht man ein paar hellbraune Spritzer. Da haben sich die Bienen entleert. Ja, das sind so die Spuren vom Reinigungsflug. Ja, man kann jetzt auch im Februar die Böden säubern. Ich mache das nur, wenn jetzt sehr viele tote Bienen auf dem Gitter liegen. Ansonsten machen das die Bienen selbst. Da können die das selber machen. Ja, das ist ein bisschen klein geraten. Und hier sieht man auch noch einen Kotspritzer. Ja. Aber sonst lasse ich die Mädels in Ruhe. Ich achte aufs Futter. Rähmchen ziehen oder durchsichten mache ich jetzt, wie gesagt, keine. Auch die 1,5er, die ich dann mal schieden möchte, das mache ich jetzt noch nicht. Das mache ich dann später, wenn es dann wirklich dann mal ein bisschen losgeht. Es kribbelt zwar schon in die Fingern. Ich freue mich schon drauf, die Mädels wieder fliegen zu sehen. Zu sehen, wie sie mit Pollen kommen. Wie sie Nektar sammeln. Darauf freue ich mich schon. Und natürlich auch auf die erste Durchsicht. Aber zurzeit ist es einfach besser, sie in Ruhe zu lassen, meiner Meinung nach. Und daher werde ich jetzt noch keine Sheets setzen bei der 1,5er. Weil auf 10 Waben kann ich die da nicht belassen. Wir nützen da drinnen keine 10 Waben was. Die brauchen da drinnen keine 10 Waben zum Brüten. Und mit Honig, mit Rapshonig voll geballert, brauche ich die dann auch nicht. Und daher werde ich dann da einige Waben rausnehmen, wenn die den Honigraum auf jeden Fall bekommen. Und die anderen werden wie immer ohne Absperrgitter laufen, so ihr Ding machen. Bis wieder auf die einen dort vorne, die werden wieder auf einen Brutraum gehalten werden. Und dann kommt das Absperrgitter später und die zwei Honigräume. Aber das ist ja noch alles Zukunftsmusik. So weit sind wir ja lange noch nicht. Ja, wie gesagt, höchstens Böden säubern. Aber das ist nicht nötig. Und natürlich immer schauen, dass die Fluglöcher frei sind.
von keinen toten Bienen verstopft werden. Polleneintrag ist jetzt noch keiner da. Wenn der dann kommt, dann gehen die richtig in Brut. Jetzt haben die noch eher kleine Brutflächen. Ja, hier liegt sogar eine Drohne, sehe ich gerade. Da wurde noch eine Drohne rausgeräumt. Ja, die Kamera steht gar nicht scharf. Aber man sieht es am plumpen Hinterteil hier, dass es eine Drohne ist. Ja. Ansonsten, wenn doch irgendwie ein Volk verstorben sein sollte, falls das passiert nun mal, das passiert im besten Imkern, dann das Volk verschließen. Also so, dass keine Bienen mehr reinkommen. Nicht, dass dann die anderen Völker die Kiste dort ausräumen und da drin rumrennen. Das muss nicht sein. Daher immer gleich zumachen, wenn man merkt, dass das Volk irgendwie abhanden gekommen ist. Ja, das war es jetzt auch schon, was man so im Februar machen kann. Ich habe noch, ja genau, ich habe noch die Schiebe reingemacht oder die Windel, wie manche sagen, damit nicht so der Wind unten reinbläst, jetzt wo sie brüten und nicht mehr ganz so eng in der Traube sitzen, denke ich, man könnte das ein bisschen stören. Und bei uns ist auch immer zur Zeit ein bisschen Wind gemeldet und darum habe ich die Schiebe reingemacht. Ja. Und um die Varroa kann ich auch gleich mal ein bisschen schon gucken, ob da Milben fallen oder nicht fallen. Das ist auch immer interessant zu wissen, weil bei mir werden ja die Völker individuell behandelt. Also je nach Befallsgrad, nicht alle Völker bekommen dieselbe Behandlung. Ja, das war es eigentlich schon zu diesem Video. Hat euch das kleine Video gefallen, lasst gerne ein Däumchen da oder einen Kommentar, wie es bei euch so aussieht. Tragen bei euch die Bienen schon Pollen ein oder noch nicht? Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, bis bald.